Hallo Bruder Bianca. Warum Bruder? Das sagt er voll oft zu mir. Bruder. Egal. Auf jeden Fall, hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es von uns die Asia Candy Challenge. Und Leute, ihr seht die Sache noch nicht, aber da sind sowas von merkwürdige Geschöpfe bei. Ich habe schon eine Spucktüte vorbereitet. Aber wir wollen jetzt erstmal vom Besten ausgehen. Vielleicht sagst du, Bianca, ich esse nur noch asiatische Süßigkeiten. Vielleicht, das ist auf jeden Fall drin. Auf jeden Fall haben wir beide ungefähr so 10 Sachen uns aus dem Regal gegriffen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt mal an. Ihr müsst uns unbedingt sagen, ob ihr nach dieser Asia-Challenge vielleicht noch irgendeine Candy-Challenge wollt. Genau, irgendwie eine spanische, eine oder eine türkische, afrikanische. Schreibt es in die Kommentare, zeigt es mit einem Daumen nach oben und wir fangen jetzt mal an. Ich muss dazu sagen, dass ich von 10 Produkten ungefähr bei 2 erahne, was es ist. Also es wird sehr... Das ist echt... Ich kann nichts lesen da drauf, warum auch, ich kann kein Asiatisch. Dann greife ich mal als allererstes zu den komisches Zeichen. Ja, aber es sieht ganz... Was ist das? Sind das Möhrenbonbons? Das sind Möhrendrops. Ich würde sagen, jeder muss sich so eine ganze Wurst einflößen, oh, oder? Oh, wie du das sagst, eine ganze Wurst einflößen. Es riecht nach Karamell. Prost. Auf 3, komplett. 3, 2, 1. Was ist das? Das schmeckt einfach nur nach hartem Blatt. Das hat null Geschmack und das klebt unfassbar alles hin. Schenke ich meinem Papa. Du bist so gemein. Das war nicht mein Jackpot. Okay, Leute, ich habe mir gedacht, so ein paar schöne Sahnerollen mit Blattgeschmack. Ja, da sind aber echt so Blätter drauf. Guck mal. Ich mach mal auf. Probieren wir jetzt erstmal. Was ist denn das? Ich mir auch mal so ein. Ja, das können wir uns ja wohl teilen. Nein, ich will meine eigene Rolle. Rein mit der Rolle. Das riecht nach Mittagessen. Ja, das riecht nach Mittagessen, nach Frühlingsrolle. Ich dachte, du hast Süßigkeiten gekauft. Das ist süßig. Das war bei den Süßigkeiten. Biskuit mit Panda-Geschmack. Panda-Geschmack. Was ist das? Und ich esse doch jetzt keinen Panda. 3, 2, 1. Das schmeckt richtig geil. Ich musste gerade an diesen kleinen Panda denken, du Mann. Das schmeckt nach Kokosteig mit Sahnecreme in der Mitte. Sagen wir mal, zur Abwechslung habe ich uns einen Blatt gekauft. Das sind Algen, oder? Und auf jeden Fall ganz viele Fische drauf. Der hat mich so angesprochen, dieser nette Typ da vorne drauf. Boah, so riecht's aber auch. Es riecht wie Oma unterm Arm. Oh! Gönn dir mal ein Blatt. 3, 2, 1. Mehr! Du musst richtig abbeißen. Ja! 3, 2, 1. Über eine Alge ausgepresst hätte. Jetzt fühlt man sich so, als hätte man den übertriebensten Mundgeruch, ne? Boah, wie es jetzt hier riecht. Ja, ich habe was richtig Geiles gefunden und zwar so Hello Kitty Sticks. Und das ist, kennt ihr diese Nutella Sticks? Das sind so Biscuit Sticks und auf der anderen Seite ist so eine Erdbeercreme. Oh, lecker. Auf jeden Fall dippt man die da jetzt so rein. Boah. Das ist geil, ja. Alter. Was gönnen wir uns denn als nächstes? Ich hab das hier gekauft. Es sieht unfassbar lecker aus, oder? Hä? Was denn? What the fuck? Muss man das kochen oder was? Jackfruit Stripes? Warte, hier ist noch mehr drin. Voll die Überraschungstüte. Warte, hier ist noch mehr drin. Ja, ich esse doch kein Salz. Bist du eigentlich doof? 8 Minuten kochen steht da drauf. Ach, das ist irgendein Pudding oder so. Hier. Jetzt ernsthaft? Sieht aus wie so ein alter Fußnagel. Gönn dir den Fußnagel. Komplett. Nein. Doch. Meiner ist viel größer. Ja, hast du Lücken. 3, 2, geil, ganzer Fußnagel. Ja, okay. 3, 2, 1, Fußnagel. Fußnagel halt. Oh, nee. Das ist alles nicht mein Geschmack, Leute. Was ist das? Ja, kannst du auch das machen. Die sind doch verrückt, die Asiaten. Dried Water Chestnut. Ey! Nee, ich will das nicht. Ey, yo! 3, 2, 1. Mir fehlen die Worte bei einigen Dingen. Wenn es jetzt irgendwas super Ekliges ist, dann schreibt es bitte nicht in die Kommentare, ja? Dann möchte ich das einfach nie mehr in meinem Leben erfahren. Jeder hat ein Getränk. Ist das Kokosnuss? Das ist halt nicht, Kokosnuss. Wenn die Kokosnuss braun ist, sondern wenn die frisch vom Baum gepflückt wird, aufgekattet und rein in den Stöpsel. Und ich habe Litchi-Wasser. Ja, dann mal Prost. Pinkes Litchi-Water. Also, ich habe noch nie so einen Verschluss gesehen. Wie mache ich den denn auf? Wow, mein lieber Scholli, dieses Getränk schmeckt zu 100% nach Seife. So
War lecker. Nimm mal einen großen Schluck. Schmeckt wie Litschi. Das schmeckt nicht wie Litschi. Das klar. Schmeckt wie Seife. Ich finde das super lecker. Ja, dann trink mal. Gönn dir. Weiter im Spektakel-Pakel, liebe Bianca. Jetzt geht's weiter. Und zwar, das ist wirklich das Crazyste, was ich gefunden habe. Ja, was ist das? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus wie so eine pinke Kartoffel als Süßigkeit. Kartoffelkuchen? Bah! Potato Cake. Das ist aber eine komische Mischung. Der gibt mir mal so einen knackigen. Wir sind noch nicht ganz knusper, Freunde. Sind die ganz knusper für dich? Boah, das riecht sowas. Riecht übertrieben nach Zwiebel. Das riecht sowas von. Muss man sich jetzt den ganzen Kuchen. Nein! Komm, wir geben uns mindestens den halben Kuchen. Ja, okay. Liegt da eine Gurke unterm Bett? Also, ich kann die anfassen, das ist sowas von Kick. Nicht. Das ist dein Kuchen, Alter. Krass andere Kultur. Ist so eine große Stadt. Soll ich noch was nehmen, was ultra, mega, hammer, geil, ja, bitte, lecker aussieht? Bitte. Gebt euch diese Puddings. Die Alter. Sehen doch schon aus, als könnte ich die hier hinten in deinem Regal hinpflanzen, oder? Honey Melon Pudding. What? Guck mal, hier sind sogar Löffel bei. Wie oh, sweet. Gönnen wir uns den Honey Melon Pudding. Komm, wir machen so. Also das ist nicht eklig. Ja, aber das schmeckt halt so richtig nach Gelee, ne? Was ist das? Was ist das denn? Da ist ein Tier drin. Warte mal, da ist irgendein harter Würfel drin. Gib den dir. Den gibst du. Nein, bist du bescheuert? Das esse ich nicht. Gib den dir auf jeden Fall. Nein, auf keinen Fall esse ich den. Gib dir diesen harten Würfel. Nein! Bitte. Nein, ich will den nicht. Was ist das denn? Das sind so überdimensional große. Warum ist da ein Fisch drauf? Hab ich nicht. Warum ist da so ein großer Fisch drauf? Keine Ahnung. Nee. Nein, Julia, das esse ich. Kennt ihr den Geruch von so einem toten Fisch? Das ist doch super lecker. Und nimm das, es stinkt. Ich will das nicht festhalten. Du das riecht wie Stinke AA vom Fisch. Jetzt hau dir das in den Mund. Okay, ist ja gut. Jetzt übertreib aber nicht, Mann. Boah, riecht's hier nach. Jetzt riecht's wie so einem Hafen. Wie es aussieht und riecht. Das sieht doch super aus. Für mich geht das gar nicht, sowas. Wir hatten jetzt so super Sachen, darum dachte ich mir, gönne ich uns einfach mal, weil es so lecker aussieht. Oh, was okay, ist das? Ich habe keine Ahnung, ich mach's einfach auf. Das ist ein Mochi. Wir alle lieben Mochi, bekanntlich. Dann gib dir mal so ein kleines Pralinchen. Zwei, eins. Hau dir den Mochi in die Nase! Das schmeckt wie Gummibärchen mit Teegeschmack. Also ich habe hier was richtig Buntes gefunden. Das sieht aus wie Silvester-Kinderknaller. Aber ich glaube, man kann es essen, Freunde. Das sind Knaller. Das sieht aus wie so Knaller, die man unten anzündet und macht die so bumm, ne? Das sind auch Knaller. Das sind keine Knaller. Wie das Knaller sind. Die waren bei den Süßigkeiten, Mann. Ist das zum Essen? Oder ja, ist das was anderes? Stell dir mal vor, es ist jetzt was wir gar nicht essen dürfen. Das ist ein Spielzeug, das legst du in Wasser und dann passiert irgendwas. Nee. 3, 2, 1. Ganz! Das schmeckt nach Fisch. Ja, das ist Fisch mit Erdbeergeschmack. Boah, ist aber echt uncool, dass da überall Fisch drin ist. Shrimps-Chips. Ob bist du eigentlich. Wieso nimmst du Shrimps-Chips mit, Mann? Das klang so gut, so Shrimp-Cracker. I wanna eat a Shrimp-Cracker. Oh. Gib dir das! Gib dir das! Riech mal bitte! 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 Ja! Gönn dir mal einen Shrimp-Cracker. Jeder gibt sich so einen ganzen Cracker, okay? 3, 2, 1. Ich find's einfach uncool, wenn in Süßigkeiten Fischgeschmack ist. Ja, also ich habe mal wieder was ganz Grandioses mitgenommen. Und zwar sind das Schokopilze. Schokopilze? Ja. Oh, wie cool. Das sind Schokopilze. Oh, das ist so ein Keksding und dann ist da, ach wie süß. Prost. Schmeckt mega nach Fisch. Nein, Spaß. Die sind lecker. Habe ich hier die Dried Guava Balls gekauft. Ich kenne keine Guava. Bin aber jederzeit bereit, eine Guava zu probieren. Kennen zu lernen. Prost. Ganz. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Und weil wir gerade so mit sowas Leckerem eben bei mir weitergemacht haben. Also das mag jeder.
Die sehen aber echt super Biskuit aus. Biskuit mit Erdbeeren. Die haben wir hier in Deutschland doch auch mit Salzstangen mit Schokolade drum. Und hier ist, ist so eine Salzstange. Eine Salzstange mit Erdbeergeschmack. Prost! Geil. Das ist gut. Würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Yummy! Weiter geht's. Ich habe Corn Bites. Maiskörner. Mit Chicken-Geschmack. Dein Ernst? Maiskörner. Popcorn, was nach Hühnchen schmeckt? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, gönn dir. 3, 2, 1. Gar nicht schlecht. Da ist aber extrem viel Knoblauch drin. Wer haut Knoblauch in Süßigkeiten? Und mein allerletztes Produkt. Ich glaube, du hast auch noch eins, ne? Ja. Sieht mega aus. Ich weiß nicht, was drauf steht, aber sieht mega aus. Da sind Smiley drauf. Und zur Abwechslung mal eine Schokofüllung. Die schmecken ganz gut, ja. Das sind so Kekse einfach mit Schokolade drin. Kann man sich auf jeden Fall geben. Die kommen gleich ins Regal. Und zum krönenden Abschied habe ich mir gedacht, ein Glückskeks. Oh, wie Hammer. Knacken wir auf 3. 3. Knack mal den. Ja, einfach so auseinanderziehen. 3, 2, 1. Boah, schmecken die geil. Ich liebe Glückskekse. Die Strahlen des nächsten Vollmondes schicken dir Glück auf die Erde. Bei mir steht, sie sind heute voller Energie. Toll, ich muss bis zum nächsten Vollmond. Voller Energie. Toller Glückskeks. Was bringt mir mein Glückskeks morgen, wenn ich heute voller Energie bin? Dann musst du dir morgen neuen reindrücken. Was ist eigentlich in deinem Auge passiert? Was habe ich da? Das ist voll der blaue Tropfen. So, meine Lieben, das war's mit unserer Asia Candy Challenge. Ich muss sagen, ich fand am geilsten die Schokopilze. Ja, die waren echt am allergeilsten. Das sind einfach Pilze mit Schokolade. Ja. Das ist einfach der Knüller schlechthin. Ja. Nun ja. Trotz allem, auch wenn es mir heute nicht so geschmeckt hat, hätte ich irgendwie Lust auch mal auf eine neue Candy Challenge. Ich liebe es, Sachen auszuprobieren. Von daher, wenn ihr Bock habt auf eine Afrika-Candy-Challenge, Spanien, Sibirien. Genau, dann zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Genau, Daumen nach oben, Land reinschreiben und dann werden wir diese Süßigkeiten austesten. So, meine Lieben, und das war es auch schon mit der Candy-Challenge hier von uns aus Asien. Nicht, sondern aus unserem Zimmer. Dann verlinke ich euch hier beim Julian einmal die American Candy Challenge, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Da waren auch richtig crazy Dinge dabei. Und hier bei mir gibt es einfach mein allerletztes Video. Schaut da auch vorbei. Was war denn dein letztes Video? Da erzähle ich euch, was Jungs total abtört an Mädels. Gerne dürft ihr mich kostenlos abonnieren. Tschüss! Tschüss.